wir machen heute zum ersten Mal unseren Spendenstadel, wo wir einfach ein bisschen was zurückgeben wollen an die Leute in Rosenheim. Wenn es uns eh allen so gut geht während der Wiesn, kann man das schon mal machen. Und anscheinend kommt es an. Die ganze Aktion geht zugute vom Kinderheim Schöne Aussicht und vom Kinderschutzbund Rosenheim. Was reinkommt, kann man jetzt schwer abschätzen, aber ich zähle ganz fest auf die Rosenheimer, dass die kapieren, dass sie heute einmal in den zwei Wochen mit ihrem Super noch was Gutes tun können. Also hoffe ich, dass gescheit was bei rauskommt und sonst runde ich großzügig auf, dann passt es schon. So ein paar Freunde von mir, jetzt passt so auf, ihr müsst kommen und richtig arbeiten. Dafür spenden wir euren Lohn und das Trinkgeld und so. Das sind jetzt der Schweinsteiger Tobi gekommen, der Philipp Malulis, Grimme-Preisträger, dann der Pele Gallenmüller, der vom Echelon, der das macht, der Ottichtom vom Tatis, die Familie Eicher und noch viele, viele mehr. Ich bin wirklich überwältigt von dem Feedback, das wir dafür bekommen haben, weil alle sofort gesagt haben, sind wir dabei. Lustigerweise kenne ich die meisten schon irgendwie privat auch, aber ich muss echt sagen, es war keine Sekunde Zeit, sie zu überreden. Die haben alle Sachen rumgeschoben, Termine, dass sie heute dabei sein können. Und ich hatte schon mal einen Applaus verdient.